Es ist Donnerstag, der 26. Mai 2016. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Guten Abend. Mein Name ist Volker Reusing. Heute habe ich die Ehre, Herrn Gottfried Glöckner zu interviewen. Herr Glöckner ist Landwirt aus Hessen in der Nähe von Frankfurt. Er hat für seine Zuchtleistung in der Rinderzucht und Milchproduktion hat Preise bekommen für seine Zuchtleistung und hat die Benno Martini-Medaille in Bronze und Silber bekommen für Milchproduktion in Qualität und Leistung und ist Landwirtschaftsmeister. Und er hat seine Tiere im Vertrauen auf die Gentechnik gefüttert mit BT-Mais und hat da schlimme Erfahrungen gemacht mit der Firma Syngenta. Und wir haben ihn heute hier live im Interview. Guten Abend, Herr Glöckner. Schönen guten Abend. Herr Glöckner, welche Gesundheitsschäden sind bei Ihren Rindern aufgetreten nach dem längerfristigen Verzehr von dem BT-Mais von Syngenta? Es hat langsam angefangen, dadurch, dass ich in die Fütterung mit gentechnisch verändertem Mais sukzessive eingestiegen bin. Ich hatte zunächst nur geringe Prozentanteile von gentechnisch veränderter Mais-Silage in der Fütterung. Habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil wir gentechnisch verändertes Soja, das sogenanntes Roundup Ready, ein herbizidresistentes Soja, was mit Glyphosat behandelt wurde, aus Übersee schon bekamen. 1995 wurde das untergemischt ins konventionelle Sojaschrot. War für mich wichtig, diese Technologie zu hinterfragen. Und so hatte ich die Möglichkeit, mit dem Jahr 1997 als erste Möglichkeit gentechnisch veränderten Mais anzubauen. Die Ration setzt sich zusammen aus 50% Grassilage und 50% Maissilage. Und am Anfang hatte ich nur einen geringen Anteil von 5% gentechnisch veränderten Mais in der Futterration und im Jahr 2000 nachher 100% BT-Mais. Da sich dieser Mais von der äußeren Erscheinung her, vom Ertragspotenzial her, deutlich positiv unterschieden hat von der konventionellen Ausgangslinie, damals Pactol, der Firma Syngenta, den ich schon über Jahre angebaut hatte. Was dann geschah mit meinen Tieren, war zunächst mal, dass die Fruchtbarkeitsleistung zurückging, dass die Tiere aus unerklärlichen Gründen erkrankten, dass sie Fieberschübe bekamen, dass sie in ein struppiges Hartkragleid verfielen, die Gesamterscheinung der Tiere veränderte sich. Es kam zu Frühaborten, die ich während der Melkarbeit beobachten konnte. In dem Moment, wo die Tiere uriniert haben, sind die Kälber mit abgegangen. Die Föten haben dann im Melkstand gelegen. Es kam zu Missbildungen bei der nachfolgenden Generation von Tieren. Und es kam zu Leistungsdepressionen in meiner Herde. Es kam zu blutigen Milchödemen, die eben sich in der Milch und im Euterdrüsengewebe deutlich machten. Das hat nach Vergiftungserscheinungen ausgesehen. Keiner konnte erklären, aufgrund der Erscheinungsbilder, weder mein Tierarzt noch die Veterinärklinik der Universität Gießen, trotz umfangreicher Analyse und Untersuchungsergebnisse, was die Ursache dieser Krankheiten sind. Dementsprechend konnte eine Behandlung nicht so erfolgen, dass es den Tieren zur Genesung verholfen hätte. Dass der gentechnisch veränderte Mais ursächlich sein könnte für die Vorkommnisse, wurde mir erst sehr viel später bewusst, nachdem in angestellten Analysen zur Futtermittelzusammensetzung, Inhaltsstoffe, neue Methoden angewendet wurden, die sehr viel tiefer in die Analyse der
Futtermittel eingingen. Ich selbst bin davon ausgegangen, dass es sich um genehmigtes Futtermittel handelt, das in meinem Betrieb angebaut wurde und das bestmöglich geprüft und als sicher erachtet wurde, so wie es sowohl vom Bundesamt für Risikotechnologie als auch vom Robert-Koch-Institut sowie vom Bundesumweltamt als auch von den nachgelagerten Behörden beschrieben wurde. Was sich herauskristallisierte, war im Nachhinein ein absolutes Chaos, das mit einer verantwortungsvollen Genehmigung von gentechnisch veränderten Pflanzen nicht annähernd etwas zu tun hatte. Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie mit Chaos, dass man genveränderte Pflanzen zulässt, ohne passende Untersuchungsmethoden anzuwenden, die zielgenau die möglichen Unterschiede zwischen konventionellen und genveränderten Pflanzen überprüfen? Ich habe vor dem Anbau die Antragsunterlagen studiert, die Dossiers zu der Pflanze gelesen und bin davon ausgegangen, dass diese Prüfungen vollumfänglich stattgefunden haben. Was ich feststellen durfte, war im Nachhinein, dass die Antragsformulare so ausgefüllt und aufgestellt waren, dass das Unternehmen Syngenta einen Antrag stellte zur Genehmigung und in diesem Antrag dieser neue Mais im Rahmen der Prüfung einer Risikotechnologie als konventionell gleichwertig eingestuft wurde zu konventionellem Mais. Das heißt, von Anfang an sind die Antragsunterlagen so formuliert worden, dass man davon ausging und sagte, Mais ist Mais und Mais bleibt Mais. Er wurde in der Sicherheitsstufe S1 bewertet und eingestuft, das heißt substanziell äquivalent zu bekanntem Mais. Herausgestellt hat sich, dass nach gentechnikrechtlichen Bedingungen und Kriterien dieser Mais als erste Inverkehrbringungsgenehmigung in Sicherheitsstufe S4 hätte eingestuft werden müssen. Eine Sicherheitsstufe, die auch zutrifft, um biologische Kampfstoffe zu prüfen. Wäre im Rahmen dieser Überprüfung eine Auffälligkeit hervorgetreten, wie es nachher passiert ist, hätte man sehr viel umfangreicher und intensiver diese Prüfung durchführen müssen, zwangsläufig. Das heißt also, mit einer Gründlichkeit, wie man Reste von biologischen Kampfstoffen überprüft, mit der Gründlichkeit, das wäre eine angemessene Überprüfung. Das wäre der neuen Technologie angemessen gewesen und hätte wesentlich intensivere und umfangreichere Prüfungen notwendig gemacht über einen längeren Zeitraum, der dann zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen wäre, als das, was man in Wirklichkeit geprüft hat. Man ist hergegangen und hat eine neue Technologie, Produkte aus einer neuen Risikotechnologie, Querschnittstechnologie, artübergreifenden Technologie überprüft mit konventionellen Methoden. Das heißt zum einen, man hat mit molekularbiologischen Methoden eine neue Pflanze kreiert, hat aber gleichzeitig es versäumt, die Untersuchungsmethoden mit molekularbiologischen Methoden durchzuführen. Was man gemacht hat, man hat mit herkömmlichen Untersuchungsmethoden einen Mais analysiert, der eben in seiner Auswirkung eine ganz andere Bewertung hätte erfahren müssen.
der Mais selbst gentechnisch so verändert, dass er ein eigenes Insektengift produziert, wurde so untersucht, dass man gesagt hat, als ein Beispiel jetzt herausgegriffen, da dieses Toxin aus dem Bacillus thuringiensis, das sogenannte BT-Toxin, im ökologischen Landbau eingesetzt wird, benötigt man dafür keine Untersuchung. Dabei hat man übersehen, dass in der Pflanze das produzierte Gift eine ganz andere Zusammensetzung hat, als das, was man schon zugelassen hat im ökologischen Landbau. Das Pflanzengift, das Insektengift, das man zugelassen hat, basiert auf einer kristallinen Form und wurde untersucht, auch an der ETH in Zürich, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Und es hat sich herausgestellt, dass es mit einer schwachen Säure zu inaktivieren ist. Was man versäumt hat, das Insektengift zu untersuchen, welches genau in dieser Maispflanze, in dieser neu kreierten Maispflanze produziert wird. Das wurde erst im Nachgang gemacht, nachdem meine Präsentation veröffentlicht war. Dabei stellte sich heraus, dass es sich eben um eine andere Zusammensetzung des Toxins handelt. Es handelt sich um ein aktives Toxin, das in der Lage ist, Sporen zu bilden. Das führte dazu, dass es eben im Blutkreislauf und im Lymphsystem der Tiere nachzuweisen war. Das führte dazu, dass es über die Exkremente der Tiere wieder auf die Fläche kam. Auf der Fläche hat es Sporen gebildet wie ein Pilzteppich und war so auch in den nachfolgenden Futtermitteln, in der Grassilage, die auf der Güllefläche gewachsen ist, wiedergefunden in extrem hohen Konzentrationen. Die Untersuchungen zu dem Toxin aus der Pflanze haben ergeben, dass dieses Toxin ein sehr aggressives Toxin ist, das nur unter UV-Einstrahlung über einen Zeitraum von 6 bis 7 Jahren abbaut oder zu inaktivieren ist mit einer scharfen Säure oder durch Hitzebehandlung zu inaktivieren ist. Die andere Möglichkeit, die noch machbar wäre, ist eine Behandlung mit Alkohol. Alkohol würde auch dieses Toxin inaktivieren. Alles das sind Auswirkungen, die dieses Toxin mit sich brachte, die mit naturnaher Landwirtschaft, mit Kreislauflandwirtschaft, mit Tiergesundheit und Rohstoffen aus tierischer Produktion und Lebensmittelproduktion nicht annähernd etwas zu tun haben. Es ist ein komplett anderes Gebilde. Jetzt haben Sie dementsprechend von der Firma Syngenta ja auch eine hohe Schadensersatzsumme verlangt, aber die haben davon nur einen deutlich geringeren Betrag anerkannt. Warum haben die nur einen deutlich geringeren Betrag als geltend gemacht anerkannt? Was waren deren Begründungen und was war die Begründung, was sie anerkannt haben? Insgesamt hat der damalige Geschäftsführer, Dr. Hans-Theo Jachmann,
einen nach Eintreten des Schadens und nach meinem Intervenieren, nach meinem massiven Intervenieren, sich durchgerungen, eine Schadensaufnahme mit mir durchzuführen. Diese Schadensaufnahme wurde gemacht, rückwirkend, für die Schäden, die entstanden sind in dem Wirtschaftsjahr 2000-2001. Darin sind enthalten Milchleistungsverluste der Tiere, die dokumentiert sind über die Milchleistungskontrolle, die alle 4 Wochen stattfindet. Darin sind enthalten vorzeitige Abgänge von Tieren durch Tod. Diese Tiere sind enthalten. In dieser Schadensersatzaufstellung sind enthalten Ersatzfuttermittel, die ich benötige, um den Mais, den ich nicht mehr verfüttern konnte, aufgrund der Toxizität, die ich dafür kaufen musste. Dann ist darin enthalten Analysekosten, die mir entstanden sind für Analysen im Bereich der tierischen Produktion. Das heißt, hier sind Kosten entstanden für Tierarztuntersuchungen, Blutproben und Entnahmeproben für Rückstellproben. In der Schadensersatzaufstellung sind auch enthalten Kosten für Neuzukäufe, Ersatzbeschaffung von Tiermaterial. Aus dieser Schadenssumme wurden die Milchleistungsverluste, die Tierverluste und die Ersatzfuttermittel beglichen. Und dann hat das Unternehmen versucht, sich aus der Veranstaltung zu verabschieden. In der Form, dass man nach hälftiger Zahlung gesagt hat, der Schaden sei nicht durch BT 176 Mais, das war die Bezeichnung für den Mais, der Firma Syngenta entstanden. Gleichzeitig ist das Unternehmen aufgefallen durch unerlaubten BT-Mais-Anbau und musste dafür eine Strafe zahlen von 1.500 Euro, da sie den Maisanbau nicht überwacht hatten. Daraufhin hat das Unternehmen sich versucht, aus der Verantwortung zu stehlen, indem sie sagen, der Schaden, der in meinem Betrieb an meinen Tieren entstanden ist, hat nichts mit gentechnisch verändertem Mais zu tun von Syngenta, sondern hat andere Ursachen, ohne diese Ursachen zu benennen. Gleichzeitig mit selbem Atemzug hat das Unternehmen mich darauf hingewiesen, dass die vorhandene Mais-Silage, welche in meinem Betrieb noch lagerte, aus BT 176 Mais, zu entsorgen ist. Die Mais-Silage ist allerdings nicht auf dem Grünland zu entsorgen, sondern anderweitig zu verwerten. Das machte mich natürlich stutzig, nachdenklich und gleichzeitig machte es mir deutlich, dass in diesem Mais sehr viel mehr tickt als ein herkömmliches Toxin, das innerhalb von 4 Wochen im Siliervorgang abgebaut sein sollte, wie es das Unternehmen und die TU München damals publizierten. Untersuchungen hatten ergeben, dass in diesem Mais nach 2,5 Jahren Lagerung noch immer 8300 Nanogramm pro Kilogramm Frischmasse BT-Toxin enthalten waren. Genau dieses BT-Toxin, das innerhalb von 4 Wochen abgebaut sein sollte,
während des Siliervorgangs. Das war für mich eine Erkenntnis, die wichtig war und weitreichend war. Umso mehr, als dass es unterschiedliche Ergebnisse dazu gab. Bei allen Ergebnissen, die ich erwähne, handelt es sich um amtliche Probenahmen, die von einem Gutachter entnommen wurden in meinem Beisein. Diese Proben, bei denen auch Syngenta anwesend war, wurden unter anderem in das Untersuchungslabor nach North Carolina geschickt, um dort auf BT-Toxin analysiert zu werden. In North Carolina betreibt Syngenta ein Forschungsinstitut, das in der Lage ist, diese Dinge zu analysieren. Von dort kam ein Befund zurück, der weder unterschrieben war, noch enthielt er einen entsprechenden Hinweis auf BT-Toxin. Im Gegenteil, es wurde in der eingesandten Probe kein BT-Toxin nachgewiesen. Darauf fußte Syngenta die Einstellung der Schadensersatzleistung. Gleichzeitig hatte ich eine Parallelprobe aus demselben amtlichen Probenmaterial an die staatliche Lehr- und Forschungsanstalt in Neustadt an der Weinstraße gesendet, die eben diese 8300 Nanogramm BT-Toxin in der Maissilage nachgewiesen haben. Daraufhin war mir sehr klar, wie hier gearbeitet wird und dass es sich bei dem BT-Toxin nicht um eine Anreicherung von irgendwelchem Zucker handelt, sondern es sich bei dem BT-Toxin um einen Stoff handeln muss, der nicht schick ist, dass er erwähnt wird in irgendwelchen Analysen. Das waren die ersten groben Auffälligkeiten, die hier im Rahmen einer Risikotechnologie mir deutlich machten, dass die Personen, mit denen ich es zu tun habe, ungeeignet sind, um in diesem Bereich einer Hochtechnologie tätig zu sein. Man wollte vertuschen auf Seiten Syngenta, vermeiden, Nachweise zu führen, dass der Zusammenhang zwischen der Verfütterung von gentechnisch verändertem Mais und dem Tod meiner Tiere und allem, was damit zusammenhängt, abzuleiten ist. Sie haben, nachdem Sie sich damit ja nicht zufrieden gegeben haben, dass Syngenta Sie derart abspeisen wollte, haben Sie auf verschiedenen rechtlichen Ebenen Probleme bekommen, zumindest auch im zeitlichen Zusammenhang damit. Was ist das gewesen und wie weit haben Sie das abwehren können? Für mich war zunächst notwendig zu hinterfragen und weiter zu hinterfragen, nachdem das Unternehmen sich versucht hat, hier aus der Veranstaltung zu verabschieden, mit einem kleinen Hinweis noch, ob ich denn einen Mähdrescher benötigen würde oder wie es mit dem Arbeitsplatz aussehen würde oder ob ich Geld bräuchte oder ob ich Interesse an einer Immobilie hätte, dass ich aus dem Bauch heraus entschieden habe, aufgrund meiner Kenntnislage, dass mir das nicht genug ist. Mir ging es darum, dass das Unternehmen mir gegenüber deutlich macht, wir haben ein Problem, wir haben verstanden, wir werden dies
ändern? Auf diese Antwort musste ich lange warten. Sie wurde mir gegeben durch die Europäische Genehmigungsbehörde im Januar 2016, also diesen Jahres, nachdem ich meine wissenschaftliche Publikation veröffentlicht hatte in Brüssel. Hätte der Geschäftsführer in 2002 mir mitgeteilt, Herr Glöckner, das ist unsere erste gentechnisch veränderte Pflanze, die wir im Markt haben. Wir haben ein Problem mit den Aminosäuren. Wir haben ein Problem mit dem BT-Toxin. Hätte ich das verstanden, ich hätte es akzeptiert und ich hätte einer geldwerten Leistung auch entsprochen. Da es aber nur darum ging, mich materiell abzuspeisen und von vornherein darum ging, mich ruhig zu stellen, war mir das Ansporn genug, mich intensiver mit dieser Technologie zu beschäftigen. Was sich dann herauskristallisierte, war immer noch schlimmer als das, was ich in meinen kühnsten Träumen mir nicht vorstellen konnte. Die Analysen zu den Aminosäuren hatten ergeben, dass wir in der Maissilage 8,8% geringere Aminosäuregehalte hatten, was die gewichteten Aminosäuren anging, bei gleichzeitig höherem Proteingehalt in der Maissilage. Und beim Körnermais hatten wir eine Reduktion des Aminosäuregehalts von 24%. Die Nachweise zum Toxin und was es mit dem Toxin auf sich hat, hatte die ETH Zürich unter Führung von Frau Dr. Angelika Hilbeck in 2005 revidiert, nachdem sie gesehen hatte, dass es zu mutagenen Wirkungen, also zu Missbildungen an meinen Kälbern gekommen ist, der nachfolgenden Generation, hat sie sich Forschungsgelder geben lassen und hat dann eben genau dieses BT-Toxin nochmal analysiert, was in der Pflanze exprimiert wurde und stellte daraufhin fest, dass es sich um ein aktives Toxin handelt, das unter natürlichen Bedingungen nicht so einfach bzw. gar nicht zu inaktivieren ist. Dieses Ergebnis wurde veröffentlicht zur Volksabstimmung Gentechnikfreie Schweiz im Oktober 2005, nachdem ich dort wiederholt zu Vorträgen und Veranstaltungen eingeladen wurde. Die Ziele Gentechnikfreie Schweiz wurden erreicht und gleichzeitig wurde gegen meine Person enorm viel Druck aufgebaut in Form von Strafanzeigen und in Form von Anzeigen im Bereich aus der Bundesfinanzverwaltung, wo man hohe Summen von mir einforderte. Meine getrennt lebende Frau, die im Jahr 2000 im April ausgezogen war und meine drei Kinder hinter sich gelassen hat. Die drei Kinder im Alter von 18, 16 und 14 Jahren lebten bei mir. Hatte es, nachdem die Verhandlungen mit Syngenta gescheitert waren, für notwendig erachtet, im Scheidungsverfahren den Rechtsanwalt zu wechseln und eine Strafanzeige gegen mich bei der Staatsanwaltschaft in Gießen einzuwerfen, wegen Vergewaltigung in der Ehe. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir dazu keinerlei Gedanken gemacht,
Meine Aufgabe war es, Nachweise zu führen zu BT Mais, Verfütterung und Probleme und Verbot von gentechnisch veränderten Pflanzen, die auf dieser Grundlage basieren. Das Ganze war gekoppelt an die Vorbereitung einer Schadensersatzklage über den Zeitraum 2002 bis 2005 und nicht zu vergessen, das Buch Gefahr Gentechnik wurde im selben Zeitraum fertiggestellt, veröffentlicht im Juni 2005. Das heißt, neben meiner betrieblichen Tätigkeit hatte ich Öffentlichkeitsarbeit. Ich wurde öffentlich angefragt, nachdem es in den Magazinen Der Spiegel publiziert war, nachdem Report Mainz darüber berichtete und war in Österreich, in Süddeutschland, Italien und in der Schweiz zu Vorträgen eingeladen, auf denen ich zu aktuellen Situationen der Gentechnik und im Speziellen zum BT-Mais Ausführungen machen durfte. Die Strafverfahren oder das Strafverfahren wurde durchgezogen in allen Instanzen. Ich wurde am Amtsgericht verurteilt wegen Vergewaltigung in der Ehe. Eine Vergewaltigung, die stattgefunden haben sollte im Herbst 99 oder Silvester Neujahr 2000. So genau konnte sich meine ehemalige Frau nicht erinnern. Das Verfahren wurde fortgeführt in der nächsten Instanz am Landgericht in Gießen. Dort wurde die Berufung zugelassen und mein Strafverteidiger hatte dann Revision beantragt am Oberlandesgericht in Frankfurt, nachdem ich am Landgericht wieder verurteilt wurde. Ich war genau in dem Gerichtssaal, als ich verurteilt wurde, an dem ich auch als Schöffe tätig war. Ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man urplötzlich aus heiterem Himmel auf der Anklagebank sitzt, genau im selben Saal, in dem man als Schöffe tätig war, gegenüber der Schöffenbank. Ich war politisch aktiv zu der Zeit im Gemeindeparlament und im Kreistag, so lange, bis eben die Revisionsverhandlung rum war. Die Revision am OLG Frankfurt wurde aus dem Grund angenommen, weil man sagte, der Generalstaatsanwalt kam zum Ergebnis, dass das Urteil, das gegen mich ergangen ist, in der Sache falsch ist. In dem Moment war für mich klar, wenn der Generalstaatsanwalt erkennt, dass das Urteil falsch ist, dann kann es nicht richtig sein, dann ist es verstanden. Mein Anwalt machte mir klar, dass ich an dem Verhandlungstermin zur Revision nicht erscheinen muss. Persönlich brauche ich nicht da zu sein. Und genau zu dem Zeitpunkt, als ich in der Schweiz auf Vortragstour war, in Basel, Zürich und St. Gallen, hat man mich in Abwesenheit am OLG Frankfurt am 1. November 2005 verurteilt. Dieses Urteil wurde mir nie zugestellt. Das Urteil ist ergangen und
mein Anwalt, der mich vertreten wollte, war bei dieser Gerichtsverhandlung nicht anwesend. Er hätte nur sagen müssen, erklären müssen, warum das Urteil falsch ist, und damit wäre es gut gewesen. Die Interessenslage war eine andere. Die Interessenslage ging dahin, mich zu verurteilen als absoluten Gewaltstraftäter, als Sexualverbrecher, der keinen Ausgang bekommt, zu einer Haftstrafe von 2,5 Jahren. Das heißt, 30 Monate Haft. Das teilte mir mein Anwalt zu dem Zeitpunkt mit, als ich am Landgericht Gießen die Schadensersatzklage eingereicht hatte. Dies war am 22. Dezember 2005. Er teilte mir das persönlich mit, dass er da jetzt nichts mehr dran machen kann und ich sollte mal 4 Wochen nach Weiderstadt in die Justizvollzugsanstalt gehen. Die JVA Weiderstadt wurde gebaut für die Terroristen der Roten Armee-Fraktion. Ein Hochsicherheitstrakt, in dem Schwerverbrecher Platz finden, bis sie auf die Haftanstalten in Hessen aufgeteilt werden. Auf diese mündliche Bekanntgabe, dass ich mich dazu stellen hätte und dass ich dann mal da 4 Wochen hingehen sollte und dann würde ich nach Gießen kommen und würde dann entlassen, habe ich mich nicht richtig einlassen können und habe von dem Zeitpunkt an, Ende Dezember 2005, gewartet auf das Urteil des OLG Frankfurt. Für mich war wichtig, dass ich eine schriftliche Bestätigung hatte vom OLG Frankfurt, in dem sowohl das Urteil enthalten ist, als auch eventuelle Rechtsmittel hervorgehen könnten. Dieses Urteil wurde mir, wie erwähnt, nie zugestellt. Ich hatte dann, nachdem der Scheidungstermin am 6. Dezember 2005 vorbei war, den Stellungsbefehl zum Haftantritt erhalten. Aus diesem Stellungsbefehl ging wiederum nicht hervor, was ich mitzunehmen habe in die Haftanstalt, was man benötigt oder nicht benötigt, sondern lediglich ein Blatt Papier, auf dem drauf stand Stellungsbefehl 6. März 2006 in der JVA Weiderstadt. Das war für mich alles neu. Ich wurde auf die Haft und auf das, was da auf mich zukommt, in keiner Weise vorbereitet. Weder von meinem Anwalt noch sonst von irgendjemand. Und habe mich weiterhin mit meinem Thema bis dahin beschäftigt und habe versucht, Rückstellproben, die in großem Umfang in meinem Besitz sind, und Dokumente zu den Verfahren und zu den ganzen Analysen sicherzustellen, aufzubewahren, ohne dass sie in fremde Hände gelangen können. Das war meine Aufgabe bis dorthin und damit habe ich mich auseinandergesetzt, damit ich nach dem Ende dieser merkwürdigen Verurteilung und Haft an dem anknüpfen kann, wo ich zwangsläufig aufhören musste. Ich habe dann die Haft durchlaufen, durfte
in die Haftanstalt noch einen Bescheid mitnehmen, denn gleichzeitig zur Veröffentlichung meiner Untersuchungsergebnisse zur Milch, welche Konstrukte wir in der Milch gefunden haben, und der Veröffentlichung dieser Dokumente wurde mir das Hauptzollamt in den Betrieb geschickt, um zu prüfen, ob ich überhaupt ein Milcherzeuger im Sinne der Milchgarantiemengenregelung bin. Ein äußerst komplexes Konstrukt. Die Prüfer haben sämtliche Unterlagen gesichtet. Dazu gehören Futtermittelrechnungen, genauso wie Tierarztrechnungen, wie Molkereiabrechnungen, die Bestandsregister über die Tiere, in denen die Rinderpässe erfasst sind, in denen die Geburtsdaten erfasst sind, die Abstammungsdaten vorhanden sind, genauso wie die gebäudlichen Vorkehrungen, ob überhaupt ein Kuhstall vorhanden ist, ob eine Melkanlage vorhanden ist mit einem Milchtank. Die Prüfer waren noch nicht fertig in meinem Betrieb, als bei einem das Handy klingelte und er nur sagte, das ist hier alles gar nicht so einfach. Da habe ich mich gefragt, was ist hier nicht einfach? Ich bin Milcherzeuger im Sinne der Milchgarantiemengenordnung und ich habe mich an Recht und Gesetz gehalten. Ich habe nichts Verbotenes getan. Die Prüfer, die beiden Prüfer, haben meinen Betrieb verlassen und ich durfte dann, die Prüfung war im August 2005, und ich durfte mich dann über ein Prüfungsergebnis erfreuen, das zum Ergebnis kam, dass ich kein Milcherzeuger bin im Sinne der Milchgarantiemengenverordnung und ich mit einer Strafabgabe belegt werde von 625.150,26 €. Das war die Forderung der Bundesfinanzverwaltung an mich, alle Konten und Beteiligungen wurden gepfändet. Man hat nicht abgewartet bis zum Hauptsacheverfahren. Man hat im Vorverfahren versucht, mich wirtschaftlich zu ruinieren. Diesen Bescheid habe ich mitgenommen in die Haftanstalt und wusste, dass diese Zahlenabfolge für mich keinerlei, wirklich keinerlei Bedeutung hat. Für mich war es eine Zahlenabfolge, die in ihrer Entstehung dem glich, was man mit mir im Strafverfahren gemacht hat, welches mich zur Inhaftierung führte. Ich habe die Haftanstalten durchlaufen, durfte Weiterstadt kennenlernen, durfte den Hochsicherheitstrakt bewohnen, genauso die Justizvollzugsanstalt in Butzbach genießen und wurde dann sehr schnell dort erkannt als jemand, der ich bin, der mit Gewaltverbrechen nicht in Verbindung zu bringen ist, der mit sexuellen Straftaten nichts am Hut hat, über den ein Urteil gefällt wurde, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen, um ihn mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen und eventuell sogar zu ruinieren. Im weiteren Verlauf dieser Haft wurde festgestellt,
aufgrund der diplompsychologischen Untersuchungen und Prüfungen, die gelaufen sind und Gespräche, dass hier die Staatsanwaltschaft ein gehobenes Interesse daran hatte, an dem, was mit gentechnisch veränderten Pflanzen es auf sich hat in Hessen. Daraufhin wurden Versuchsstandorte, die langfristig angepachtet waren, von Monsanto geschlossen. Es lagen dort 12-Jahres-Pachtverträge vor für Versuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Es wurde die Kennzeichnung ins Leben gerufen durch den Bundesverbraucherschutzminister Horst Seehofer damals in 2006 zur Kennzeichnung ohne Gentechnik. Mein Anliegen war es zu kennzeichnen, enthält gentechnisch veränderte Organismen und aufzuzählen, um welche Organismen es sich handelt. Es kam die Kennzeichnung ohne Gentechnik mit der Problematik der Schwellenwerte 0%, 0,3%, 0,9%. Aber eine Kennzeichnung war mir wichtig und besser diese Kennzeichnung als keine. Und ich wusste damit, dass ich es in der Haftanstalt mit einem Netzwerk zu tun habe, das mich in der freien Umgebung, dass ich dafür nie interessiert hätte. Es war für mich von daher gesehen ein wichtiger Abschnitt, diesen Weg zu durchlaufen, um hier übergeordneten Behörden deutlich zu machen, was es mit dieser Technologie auf sich hat. Und gleichzeitig wusste ich, ich schaffe es, über die Mauern des Gefängnisses meine Arbeit weiter fortzuführen, so wie ich es von mir gewohnt war in der Vergangenheit. Die Prüfung durch die Anstaltspsychologen und externen Psychologen und die Tests haben ergeben, dass es sich bei meiner Person um jemand handelt mit perfektionistischen Zügen, kein Gewaltstraftäter, kein Sexualstraftäter, eine Person, die über eine sehr hohe soziale Kompetenz verfügt, über jemand, der ehrlich ist, ich bin kein Blender, und über jemand, der in der Vergangenheit über sehr große Schwierigkeiten letztendlich in diese Justizvollzugsanstalt gekommen ist. Ich habe dieses Gutachten erhalten zur Entlassung. Als Tatleugner wurde ich vorzeitig aus der Haft entlassen. Das heißt, ich habe die Vorwürfe nicht eingestanden. Ich habe niemand vergewaltigt. Ich habe auch nicht vor, jemand zu vergewaltigen. Was andere mit mir machen, darauf habe ich wenig Einfluss, dürfte ich feststellen. Aber ich bin mir treu geblieben und gehe meinen Weg weiter. Dafür bin ich dankbar, dass ich meine Charaktereigenschaften schriftlich in Händen halten konnte und zu jeder Zeit nachlesen kann. Das ist für mich von untergeordneter Bedeutung. Ich weiß schon immer, wer ich bin und was ich mache. Und was ich anfange, bringe ich zu Ende. Und das geht auch hier in dem Bereich so. Und man hat mich entlassen mit dem Hinweis und der Maßgabe, dass ich in Freiheit kleine Brötchen backen soll, mich also in der Öffentlichkeit etwas zurücknehme, um nicht weiteren Gefahren ausgesetzt zu sein.
Ich habe das damals versprochen, war ich doch der Meinung, dass in dem Bereich Gentechnik BT-Mais alles gesagt ist und jetzt die Weichen gestellt sind, dass es auch dementsprechend verstanden wurde. Was ich erleben durfte, war, dass in meinem landwirtschaftlichen Betrieb mehrfach eingebrochen wurde. Als ich dann den Betrieb vorfand, waren Schlösser zerstört und es waren Dokumente entwendet. Es ging um Bilanzen, es ging um Unterlagen zum Strafverfahren, es ging um Unterlagen zum Scheidungsverfahren, es ging um Bankbelege. Die Unterlagen und Dokumente zur Gentechnik waren sichergestellt und außerhalb von meinem Betrieb aufbewahrt, genauso wie die Rückstellproben in umfangreichem Ausmaß von inneren Organen meiner verendeten Tiere, Rückstellproben von Milch, von Futtermitteln, Gras, Boden und auch entsprechenden Exkrementen. Mir war es wichtig, dass man über diese Rückstellproben zu einem Zeitpunkt Ergebnisse analysieren kann, zu dem die entsprechenden Methoden zur Analyse etabliert sind. Dies war zum Zeitpunkt der Probennahme noch nicht der Fall. Und genau hier setzt meine Kritik an. Wir haben es mit einer neuen Technologie zu tun und wir müssen die neue Technologie von den Untersuchungsmethoden her so analysieren, wie wir die neue Technologie einsetzen. Das heißt, molekularbiologische Verfahren werden verwendet zur Herstellung einer neuen Pflanze und die entsprechenden Untersuchungen müssen möglich sein in den Rohstoffen und in den rohstoffherstellenden Organismen, das heißt auch im tierischen Blut und im Serum müssen wir entsprechende Nachweismethoden haben, um herauszufinden, was Ursache und Wirkung ist. Ich bin froh darüber, sowohl die wirtschaftlichen Zahlen wiederhergestellt zu haben, als auch meine Unterlagen, Analyseergebnisse und Rückstellproben in einwandfreiem Zustand vorgefunden zu haben nach meiner Haftentlassung. Es hat das Jahr 2008 in Anspruch genommen, um hier wieder den roten Faden aufzunehmen. Der rote Faden war aber vorhanden und konnte sofort weitergeführt werden. Was mich dann schon sehr überraschte, war die Veröffentlichung einer Fütterungsstudie der Technischen Universität München im Jahr 2009. Am 23. März 2009 wurde dort die Fütterungsstudie veröffentlicht, die während meiner Inhaftierung durchgeführt wurde. Man hat in der Fütterungsanstalt in Grub zwei Gruppen von Jungkühen gefüttert. Es waren jeweils 18 Tiere über einen Zeitraum von 25 Monaten und hatte die Absicht, damit meine Ausführungen zur Todesursache und Krankheitsursache der Tiere zu widerlegen. In diesem Fütterungsversuch
wurde konventioneller Mais an die eine Gruppe gefüttert und gentechnisch veränderter Mais an die andere Tiergruppe gefüttert, während die konventionelle Gruppe lediglich Silomais erhielt, wurde in der gentechnisch veränderten Gruppe 41% der Silomaisration durch Körnermais ersetzt. Dieser Körnermais aus BT Mais von Monsanto, das Nachfolgeprodukt von dem Syngenta-Mais, enthielt kein BT-Toxin, sodass man hier feststellen konnte, dass die Konzentration des BT-Toxins in diesen Versuchsgruppen so weit als möglich reduziert wurde. Es wird auch darin deutlich, dass man den Mais bei 600 bis 700 Grad getrocknet hat. Man hat den gentechnisch veränderten Mais gehäckselt und dann durchs Land in Bayern in verschiedenen Trocknungsanlagen der Trocknung zugeführt. Bei der Trocknung wird neben dem Wasserentzug auch das Toxin reduziert. Durch die Temperatureinwirkung reduziert sich der Toxingehalt auf nur noch 30% der ursprünglich 100%. Trotz dieser Maßnahmen, die getroffen wurden und dieser intensivsten Betreuung in der Versuchsanstalt in Grub für Versuchstiere, mussten 50% der Tiere ausgetauscht werden und durch Jungkühe ersetzt werden. Das hört sich vom Ergebnis noch schlimmer an, trotz anderer Versuchsbedingungen, als das, was Ihrer Herde zugestoßen ist. Das ist für mich das absolut Erstaunliche, dass man in diesem kurzen Zeitraum so einen massiven Austausch vorgenommen hat, der wirtschaftlich in einem landwirtschaftlichen Praxisbetrieb finanziell gar nicht darstellbar ist und dass man dies durchgeführt hat vor dem Hintergrund der Versuchsanstellung. Im Ergebnis ist gentechnisch veränderter Mais sicher. Man hat gleichzeitig zum Fruchtbarkeitsgeschehen, um ein Kalb zu erzielen, 4 Besamungen benötigt. Es waren 3,82 und 3,85 Besamungen im Durchschnitt, um ein Kalb zu erzielen. Und hat aber bei der Berechnung der Zwischenkalbezeit eine Zeit herausbekommen, die bei 385 Tagen lag. Das heißt, auch in den Berechnungen wurde gemogelt und geschummelt, dass es mir schon wirklich sehr schwer gefallen ist, die Ruhe zu bewahren bei der Veröffentlichung dieser Studie. Ich durfte an dem Termin 3 Fragen stellen, hatte meinen Fragenkatalog den anwesenden Kollegen schon verteilt. Und nach der 3. Frage hatte der Präsident Dr. Opperer, Präsident der Technischen Universität München, mir das Wort entzogen. Ich konnte damit gut leben, wusste ich doch, dass meine Kollegen sehr gut vorbereitet sind und die Fragen genauso stellen können wie ich, damit wir Antworten bekommen. Es ging uns lediglich um Antworten. Und dabei war es auch von Relevanz, dass ein CSU-Bundestagsabgeordneter, Herr Dr. Lehmer, anwesend war,
der schon während meiner Inhaftierung meinen Kollegen sagte, auf die Frage hin, was denn eigentlich mit dem Fall in Hessen sei, dass er dann sagte, als ich in Haft war, den Herrn Klöckner gibt es nicht mehr. Das hat deutlich gemacht, mit welchen Menschen, in Anführungsstrichen, man es hier zu tun hat. Für mich sind das Kreaturen, die nur dem Geld verschrieben sind und nur auf ihr eigenes Auskommen aus sind, ohne Rücksicht auf Verluste. Wer so offensichtlich schummelt und die Bevölkerung mit öffentlichen Mitteln betrügt, ein Großteil des Forschungsauftrags wurde von Monsanto bezahlt. Die gesamte Studie umfasst über 600 Seiten, die ist heute bei Monsanto unter Verschluss. Aber auch die Milcherzeuger haben ihren Beitrag geleistet, damit in Krug dieser Fütterungsversuch durchgeführt wurde. Und letztendlich werden alle betrogen um die Wahrheit, die dahinter steckt. Denn das Ergebnis dieser eigentlich nicht stattgefundenen Fütterungsstudie, in dem Moment, wo 50% der Tiere im Versuchszeitraum ausgetauscht werden, ist die Studie hinfällig. Das Ergebnis der TU München war aber, dass gentechnisch veränderter Mais genauso selber ist wie konventioneller Mais. Dass dies eine Farce ist, habe ich dann der Bundesverbraucherschutzministerin, damals Ilse Aigner, zukommen lassen. Und sie hat dann trotz der Beschlusslage im Agrarausschuss, dass alles in Ordnung ist mit dem Mais, denn die Abgeordneten haben auf 23 Seiten zusammengefasst von der TU München die Mitteilung erhalten, dass alles in Bildform und Tabellenform und farblich schön aufbereitet, gentechnisch veränderter Mais und BT-Mais Mon 810 von Monsanto sicher sei, hat der Agrarausschuss abgestimmt und war der Meinung, dass es so ist. Daraufhin hat Ilse Aigner dann interveniert und hat ein Anbau- und Vertriebsverbot für Mon 810 am 14. April 2009 ausgesprochen. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich bei mir zu Hause eine lange schon stehende Sektflasche geöffnet habe. Die hat lange kalt gestanden und das war für mich ein Highlight, dass es mir gelungen war, nach dieser langen Zeit, schwierigen Zeit, komplizierten Zeit und immer noch nicht abgeschlossenen Belastungen, es geschafft habe, deutlich zu machen, wie hier Wissenschaft und Industrie zusammenarbeitet, ohne Erfolg zu haben. Sie haben schlimme Erfahrungen gemacht und eine Menge nachgewiesen, wie hier umgegangen wird mit der Sicherheit der Umwelt und der Gesundheit der Tiere und der Verbraucher. Was BT angeht, wie stehen Sie denn zur aktuellen Debatte, wo es darum geht, ob das Pestizid Glyphosat verlängert werden sollte, also die Zulassung von Glyphosat? Ich habe immer vermieden, das eine mit dem anderen zu vermischen. Ich habe immer versucht, den Fokus auf gentechnisch veränderte Pflanzen zu halten und auf BT, was meine Tiere betroffen hat, die letztendlich an Nierenversagen, Stoffwechselstörungen in der Leber verendet sind, mit massiven Einbußen in wirtschaftlicher Hinsicht. Dieser Nachweis ist nun geführt.
Und ich habe schon lange eine ganz klare Meinung zum Einsatz und zur Genehmigung von gentechnisch verändertem Soja, dem sogenannten Roundup Ready Soja, ein Soja, das mit Glyphosat behandelt wurde. Es waren japanische Wissenschaftler, Kawada, der Yasuharu Kawada, der schon sehr früh festgestellt hat, dass im Genehmigungsverfahren zur Zulassung der Sojabohne, der gentechnisch veränderten Sojabohne, gelogen und geschummelt wurde. Er hat es nachgewiesen in einem sehr aufwendigen Verfahren. Seine Mitarbeiter mussten handschriftlich die Unterlagen zum Genehmigungsversuchsverfahren von Monsanto abschreiben und dokumentieren, wie der Versuchsablauf zur Genehmigung abgelaufen ist. Dabei hat sich herausgestellt, dass gentechnisch verändertes Soja, um eine Genehmigung zu erhalten, gekocht wurde. Diese Röstprozesse, Erhitzungsprozesse sind notwendig, um toxische Eiweißverbindungen bei konventionellem Soja zu zerstören. In konventionellem Soja finden diese Röstvorgänge statt bei 70 bis 75 Grad. Damit ist das Eiweiß aus der Sojabohne für die Tiere verwertbar, ohne giftige Nebenwirkungen. Bei gentechnisch verändertem Soja hat man festgestellt, dass selbst bei einer Erhitzung über 15 Minuten, Zeitraum von 15 Minuten bei über 100 Grad, diese toxischen Wirkungen nicht verändert werden. Man kam dann in dem Versuch zur Genehmigung zu dem Ergebnis, dass man dieses gentechnisch veränderte Soja zweimal bei über 200 Grad über einen Zeitraum von 25 Minuten erhitzen muss, um diese Giftstoffe zu eliminieren. Nur daraufhin bekam gentechnisch verändertes Soja eine Genehmigung. Nach dem Fütterungsversuch der Technischen Universität München sind mir die Parallelen bekannt geworden und bewusst geworden, die es dort gibt. Es spielt immer Temperatur eine Rolle, thermische Erhitzung und ein gewisser Zeitraum, um Gift zu reduzieren. Das hat folgende Schwierigkeit. Zum einen werden durch diese Erhitzung zwar im Versuch eventuell die Giftstoffe reduziert, in Praxis wird aber gentechnisch verändertes Soja genauso behandelt wie konventionelles Soja, nämlich getoastet bei 70 bis 75 Grad Celsius. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass hier giftige Rückstände im Soja enthalten sind,
Das ergibt sich aus dem Genehmigungsverfahren. Es besagt weiterhin, dass es auch für dieses Glyphosat-behandelte, gentechnisch veränderte Soja, denn ein anderes Soja würde das Glyphosat gar nicht aushalten, es würde vernichtet durch den Einsatz des Herbizids Glyphosat. Diese gentechnisch veränderte Sojabohne Roundup Ready Soja hat keine gültige Genehmigung auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die erschlichene Genehmigung basiert auf einer Grundlage, die mit der praktischen Verarbeitung von Soja nichts zu tun hat. Das bedeutet gleichzeitig, dass man, und da wird es jetzt wirklich kriminell, was die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gemacht hat. Sie ist hergegangen und hat auf Grundlage dieser Erkenntnis die Rückstandswerte von Glyphosat in gentechnisch verändertem Soja ums 200-fache erhöht und hat damit durch die Hintertür selbst höhere Glyphosatgehalte in Soja salonfähig gemacht, ohne zu prüfen, welche Auswirkungen hat es auf die gesundheitliche Ernährung, sowohl im menschlichen als auch im tierischen Bereich. Ich spreche nicht nur für die Tiere, ich spreche auch und ganz besonders für die menschliche Ernährung. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, der Mensch ernährt sich nicht zu 100% von Mais oder der Mensch ernährt sich nicht von 100% von Soja oder der Mensch muss 1000 Liter Bier trinken, um vergiftet zu werden. Es geht darum, wie hier gearbeitet wird und wie hier das Vorsorgeprinzip mit Füßen in die Erde gestampft wird. Man möchte nicht vorsorgen, man möchte vermarkten, koste es, was es wolle. Das kann niemals zielführend sein und das kann niemals Vertrauen erwecken. Damit kann man einer neuen Technologie überhaupt keinen Zugang verschaffen. Ich kann damit nur nachvollziehen, dass die Bevölkerung äußerst wachsam geworden ist gegenüber diesen Scharlatanen, die in Bundes- und Europabehörden sitzen. Und für mich war es schon erschütternd, wie leichtfertig hier ein Bundesverbraucherschutzminister hergeht und sagt, man muss dann 1000 Liter Bier trinken, dass man was spürt. Es geht um sehr viel mehr. Wir nehmen Glyphosat täglich zu uns in jedem möglichen Lebensmittel, angefangen vom Brot über die Eier bis hin zur Schokolade und zum Bier und wann da welche Auswirkungen zu spüren sind, das möchte ich gar nicht erst nachvollziehen. Entscheidend ist, dass die, die für die Genehmigung zuständig sind, und das war für mich schon eine Genugtuung, als zur Vorstellung meiner wissenschaftlichen Publikation
der Leiter der Europäischen Genehmigungsbehörde EFSA zu mir kam und sagte, Herr Glöckner, wir haben Mist gebaut. Das wollte ich vor 10 Jahren schon hören. Es ist okay, das 2016 zu hören. Es ist aber nicht okay, wenn man so weitermacht. Und bei Glyphosat muss ich feststellen, macht man genauso weiter, wie man es in der Vergangenheit getan hat. Man eröffnet hier den Unternehmen Möglichkeiten, ein Produkt eventuell noch ein Jahr oder zwei weiter zu vertreiben. Wissentlich, dass es krebserregend ist. Kalifornien hat Roundup verboten. Das ist jetzt eine Vorbildfunktion. Und es hat es nicht verboten, weil es etwas hat gegen Herbizide oder gegen Pflanzenschutzmittel allgemein, sondern es hat es verboten, dass mit dem klaren Hinweis, dass es krebserregend ist. Und mir ist es letztendlich egal, wie die Krankheit heißt. Wenn Stoffe in unseren Organismus gelangen, die gesundheitsschädlich sind, möchte ich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und aus diesem Grund hat hier die Politik und insbesondere der Verbraucherschutzminister seine Arbeit zu machen und nicht die Lobbyarbeit der Industrie. Es gibt im UNO-Sozialpakt da zwei Menschenrechte, die da sehr relevant sind. Da gibt es einmal das Menschenrecht auf Nahrung, Artikel 11 UNO-Sozialpakt, und dessen Wesensgehalt beinhaltet unter anderem, dass Nahrung frei von Giftstoffen sein muss. Steht in dem allgemeinen Kommentar zum Menschenrecht auf Nahrung. Und es gibt ein Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. In dem allgemeinen Kommentar zum Menschenrecht auf Gesundheit steht, dass man auch ein Recht auf gesunde Umwelt hat, natürlich soweit das gesundheitsrelevant ist. Und ausdrücklich steht da drin auch auf giftstofffreie Nahrung. Das muss den Leuten ja bekannt gewesen sein, auch in Deutschland oder auch auf EU-Ebene, dass ganz viele Staaten, unter anderem auch Deutschland, alle, die diesen Sozialpakt ratifiziert haben, daran gebunden sind. Dafür sind diese Vereinbarungen und Verträge da. Darauf basiert das Vorsorgeprinzip. Darauf schwören Beamte und Minister ihren Eid, Schaden vom Folge abzuwenden und dann festzustellen, dass sie etwas anderes wider besseren Wissens tun. Der Wille ist ja vielleicht da, aber es wird entgegen des Wissens gehandelt, dass man dann einfach nur, um an seinem Stuhl festzukleben, eben eine Entscheidung trifft in Richtung, okay, Industrie, macht weiter so, es wird schon irgendwie schief gehen. Mit Auflagen kriegen wir das hin, wenn ein Produkt toxische Wirkung entfaltet, die bekannt ist, geprüft ist und im Genehmigungsverfahren verschwiegen wird bzw. kaschiert wird, ist es Betrug. Es ist Betrug nicht nur an der Menschheit, es ist Betrug an unserer gesamten Umwelt. Und hier muss eingehakt werden und hier muss nachgearbeitet werden. Das Unternehmen hat lange genug mit dem Produkt Geld verdient und hat es nicht für möglich erachtet, die Risiken, die aus diesem Produkt hervorgehen, zu reduzieren. Im Gegenteil, man hat durch Veränderung der Adjuvantien die Giftigkeit noch erhöht. Dann kann man nicht erwarten, dass hier eine weitere Genehmigung erteilt werden kann. Und dafür stehen nun mal die politisch Verantwortlichen. Sie müssen auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Es ist nicht meine Aufgabe, nachzuarbeiten oder irgendwelchen Leuten Hinweise zu geben. Es ist eigentlich die Aufgabe dieser Personen, ihren Auftrag zu erledigen und nicht den Auftrag der Industrie zu erledigen.
Da macht man es sich zu einfach. Das haben auch die Amerikaner gespürt, die jetzt gerade in der Lage sind und sich dessen bewusst sind, dass sie jahrelang sich darauf verlassen haben, die Industrie, die macht das schon und die Wissenschaft, die ist da fit und die kann das und die, wir können uns darauf verlassen und unsere Politiker, die werden gut beraten. Heute wissen die US-Amerikaner auch, dass sie an der Nase herumgeführt wurden und sich selbst um ihre Gesundheit kümmern müssen. Und wenn heute Vermont sagt, wir müssen unsere Produkte kennzeichnen, wenn Kalifornien sagt, Roundup, also Glyphosat, wird verboten, das findet bei uns keine Anwendung mehr, weil es krebserregend ist, dann sind das die Signale, die ausgesendet werden müssen, die von verantwortungsbewusstem, verantwortungsvollem Handeln sprechen und nicht einfach nur nachplappern, was irgendein Lobbyist einem vorsagt. Das ist nämlich genau das, was Bundesverbraucherschutzminister Schmidt gemacht hat, indem er sagt, er muss mit Tausende der Bier trinken, um irgendwie eine Wirkung zu haben. Er hat natürlich Angst und ich habe Verständnis dafür. Nach dem, was ich erlebt habe, nach dem, was ich kenne und nach dem, was ich weiß, hat er natürlich Angst darum, seinen Bundesministerposten zu verlieren durch irgendwelche Spielchen, die getrieben werden. Wir haben das an seinem Vorgänger sehr deutlich erkennen können, als Verbraucherschutzminister Friedrich die Erfolge feierte, dass Deutschland, Europa gentechnikfrei bleibt, Opt-out-Regelung als Stichwort, also eigene Entscheidung, ob wir anbauen oder nicht anbauen. Und dies auf den Titelseiten der Tageszeitung stand, wurde sehr schnell ein Verfahren erfunden, das im Ergebnis null und nichtig war, aber Verbraucherschutzminister Friedrich konnte gehen. Und so passiert es eben Leuten, die kritisch ihre Meinung, die Meinung der Bevölkerung zum Ausdruck bringen und ihr politisches Handeln nicht abhängig machen von irgendwelchen dahergelaufenen Lobbyisten, sondern abhängig machen von den Leuten, die sie gewählt haben, hinter denen sie, die auch hinter ihnen stehen und von ihnen erwarten, dass sie politisch verantwortlich Schaden von der Bevölkerung abwenden. Das ist das, was die Bevölkerung erwartet. Die Lobbyisten erwarten, dass die Interessen der Industrie von den Politikern umgesetzt werden. Und da liegen Welten dazwischen und es ist so schön, das so offensichtlich zu erkennen. Man muss das nicht erleben und das, was ich in der kurzen Zeit alles mitbekommen konnte, das hätte ich auch wissen können, wenn ich 80 oder 90 Jahre alt gewesen wäre. Dass ich das heute schon weiß, ist so, das war halt nun mal so und das hat auch sicher seine Bedeutung, dass es so ist. Aber man darf sich dann auch nicht wundern, dass eben die politische Lage in allen Ländern schwieriger wird. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, wenn man Lobbyarbeit betreibt in großem Stil und nur die Interessen der übergeordneten Mächte vertritt, dass einem dann das Volk auch noch an die Wahlurne weiter folgt. Das ist dann Geschichte. Das ist ganz klar. Ich denke, etwas sehr Positives, was aus diesen vielen heftigen und negativen Dingen, die sie erlebt haben, mit denen man versucht hat, sie klein zu bekommen, hervorgegangen ist. Sie haben, ja, wenn ich sie ihre Webseite auch richtig verstehe, Beiträge auch einen nicht unerheblichen Beitrag dazu geleistet, zur Bewusstseinsbildung in Russland und in China. Und da hat sich ja einiges getan. Und da sind ja noch viel mehr Einwohner, deren Ernährung damit sicherer geworden ist. Ja, das war total witzig. Ich hatte ja in der Haftanstalt enorm viel Zeit. Zum einen zum Schlafen, zum Regenerieren. Natürlich war das jetzt keine Spaßveranstaltung in dem Sinn, wenn man täglich monoton dieselben Arbeiten verrichtet und sich nur mit sich selber beschäftigt.
Aber es war ja schon so, dass es dann eben den Moment gegeben hat, nachdem ich diese Erfolge festgestellt habe und dann auch die Gentechnik loslassen konnte, in dem Moment, wo ich dann körperlich auch wieder so fit war, dass ich praktisch Gentechnik für mich eigentlich innerlich erstmal abgelegt hatte und habe das Ganze nach hinten geschoben, hat sich eben in meinem Kopf das Gehirn wieder entfaltet. Das war zusammengeschraubt wie in einem Schraubstock. Und das ist dann aufgegangen wie so eine Blumenblüte. Und ich habe dann die einzelnen Gehirnareale gespürt und so weiter. Und der Kopf war kälteempfindlich. Und dann konnte ich wieder Farben erkennen und konnte wieder riechen und schmecken und so weiter. Also das war schon sehr, der Druck war schon sehr heftig gewesen, der außen auf mich einwirkte und der sicher auch die Psyche sehr stark in Anspruch genommen hat, sag ich mal. Aber als das dann soweit war und dann war mir Gott ganz nah und sagt dann auf einmal zu mir, als ich so in meinem Bett liege, sagt er hier, das mit der Schweiz, das ist ja alles toll. Auch Europa, die haben das auch verstanden. Aber sag mal, Moskau, Russland, das wäre doch viel einfacher. Und dann hat er mir den Weg aufgezeigt. Und hat mir dann eben, er hat mir die Abgründe aufgezeigt. Er hat mir die Steine gezeigt, die im Weg liegen. Und ich wusste genau, über die Steine komme ich drüber. Abgrund ist nicht zu schaffen, aber da hinten ist ein Tunnel. Und das war eine Begegnung, die war einmalig. Und hinter dem Tunnel ist es ganz hell geworden. Und dann sagt er, Russland ist einfach. Russland ist ganz einfach. Und das war's. Und dann habe ich so zu mir gesagt, okay, pass auf, dass du nicht durchdrehst. Und dann war die Frage, wen interessiert das in Moskau? Du bist hier in Butzbach, in der Haftanstalt. Wen interessiert das in Moskau, was du machst oder nicht machst? Und so bin ich aus der Haft entlassen worden und war dann 2008 in Luzern auf dem Kongress Gentechnikfreies Europa. Dann hat man halt so gedacht, naja, mein Kollege, der wollte mir halt gut in der Schweiz. Der Urs Hans sagt, komm her, geh mal mit hin und heuerte das mal an und so weiter. Und ich habe gedacht, naja gut, du hast sowieso alles erledigt, es passiert nichts mehr. Und dann sitze ich draußen vor dem Kongresszentrum, so am Wasser, und dann kommt die russische Wissenschaftlerin mit dem französischen Wissenschaftler im Schlepptau und sagt, hier, das ist der Herr Glöckner und der hat die Präsentation und so. Und dann guckt er sich meine Präsentation nochmal so an und dann sagt er auf einmal, sag mal, hast du das auch in Englisch? Und Irina Ermakova sagt, du musst nach Russland kommen. Du musst uns das erklären. Und Professor Seralini für die Franzosen sagt, du musst nach Paris kommen, du musst uns das erklären. Hast du das in Englisch? Sag ich, ich habe das bis jetzt in Englisch noch nicht gebraucht, aber ich kann das übersetzen und dann machen wir das in Englisch. Und so bin ich im Juni 2009 nach Paris gefahren. Ich bin nach Paris gefahren, da hatte ich noch 15 Euro in meiner Tasche. 15 Euro, bin mit dem eigenen Auto hingefahren, habe dann meine Präsentation gehalten, habe dann wieder Geld bekommen und konnte volltanken und konnte zurückfahren. Spannende Geschichte. Wenn der Keilriemen kaputt gegangen wäre, hätte ich da gestanden, hätte nicht gewusst, wie es weitergeht. Der ist aber nicht kaputt gegangen. Und mit Russland war es schwierig, weil die hessische Justiz hat mich betreut und hat gesagt, also pass auf, du darfst das, was du machst, in Europa alles sagen. Du darfst überall in Europa hinreisen, aber nach Moskau fliegst du uns nicht. Die hatten eben Angst, dass mir was zustößt. Da habe ich gedacht, okay, das war dann Russland, so viel zu Russland.
Und dann kommt die russische Delegation für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa auf mich zu. Wladimir Golubew sagt, kein Problem, wir treffen uns in Brüssel. Und so haben wir uns halbjährlich in Brüssel getroffen, haben dort konferiert und uns ausgetauscht. Und nach dem Ende meiner ersten Präsentation sagte Herr Glöckner, was sollen wir tun? Und jetzt stehen Sie vorne. Sie stehen vorne. Im Jahr 2009 war das, nach der Veröffentlichung der Studie der TU München. Sie stehen vorne und werden gefragt vor den Ministern und Stellvertretern von Sozial-, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium der Russischen Föderation. Was soll Russland tun? Ich habe kurz überlegt und habe nur gesagt, be careful. Es ist nicht meine Aufgabe, einem Staat zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Ich kann Hinweise geben, was bei mir passiert ist. Und man kann aus meinen Hinweisen ableiten, was man damit macht. Ich wurde dann 2011 zur internationalen Konferenz nach Brüssel eingeladen, habe dort mich wieder dementsprechend geäußert. Und nach kurzer Zeit sind die Industrievertreter gegangen, die Lobbyisten haben den Saal verlassen. Und zum Ende meiner Veranstaltung sind dann auch die EU-Kommissare gegangen, die ich vorbereitet hatte auf das, was kam. Sie haben es aber nicht ernst genommen. Und ich habe mich dann im Anschluss an die Konferenz in 2011 bei Wladimir Golubew, dem Organisator der Konferenz, entschuldigt und habe ihm gesagt, dass ich ja eigentlich diskutieren wollte, sowohl mit den Lobbyisten als auch mit den Kommissaren. Und da sagte Herr Glöckner, plasiva, plasiva, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich habe nächste Woche Mittwoch ein Treffen mit Iolos. Da geht es um Freihandel zwischen Russland und Europa. Und ich weiß jetzt ganz genau, was ich dem zu sagen habe. Da war ich zunächst mal beruhigt und erleichtert, dass es klar war, wo die Reise hingeht. Und Russland hat sowohl gentechnisch verändertes Soja innerhalb von 3 Jahren verbannt, als auch alle gentechnisch veränderten Organismen verboten im Lande. Und das Freihandelsabkommen zwischen Ukraine und Europa ist gescheitert auf dieser Grundlage. Das sind sehr weitreichende Ergebnisse, die da erzielt worden sind, die ich mir nicht an die Fahne schreibe. Die haben sich ergeben. Und bezeichnend war es dann schon für mich, dass man mich nach Moskau eingeladen hat in 2013. Das war für mich eine große Ehre, dort zu sprechen. Im Rahmen der internationalen Konferenz auch vor Leuten der Bauernverbände und Industrievertreter. Und es war für mich eine Genugtuung, dass sowohl Syngenta als auch der nachfolgende, für Syngenta eventuell nachrückende Industrieverband BASF abgesagt hatte, nachdem sie wussten, dass ich in Moskau spreche. Syngenta war sich erst unschlüssig, die haben 3-4 Mal hin und her telefoniert, bis sie die Entscheidung getroffen hatten. Für BASF war es sehr schnell klar, obwohl ich eine Podiumsdiskussion mal angestoßen hatte in Bingen, nachdem ich von der FH Bingen eingeladen war, hier am Sitz von BASF praktisch in Ludwigshafen, hat dieses Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden oder mit einer anderen Person nie stattgefunden. Die wollten einfach von mir nichts wissen. In Moskau hätte man das nachholen können, das hat man versäumt. Und so war Moskau klar geworden und ich bin nur dankbar, dass ich das machen durfte. Ich habe da nach wie vor sehr gute Beziehungen. Und es ist dann nicht verwunderlich, dass 4 Wochen, nachdem ich in Moskau war, eine chinesische Wissenschaftlerin zu mir kam und mich angerufen hat und
eine Verbindung hergestellt hat, dass wir uns in Frankfurt bei einer Sightseeing-Tour ausgetauscht haben und sie festgestellt hat, das wäre interessant für Peking, das zu erfahren. Und so hat sie mich dann nach Peking eingeladen. Dort war ich 2014 im Juli, konnte dort die Problematik vorstellen und darüber berichten und war dann schon sehr erfreut, dass 4 Wochen nach meinem Auftreten in Peking genau das umgesetzt wurde, was ich sagte, nämlich Proben ziehen beim Anlanden der Schiffe im Hafen aus den Rohstoffcontainern und analysieren mit Hilfe der Primer Kits, die es ja gibt für zugelassene gentechnisch veränderte Organismen. Und dann, wenn eben die Nachweise geführt werden, genau diese Rohstoffe wieder dorthin zurückschicken, wo sie herkamen. Und ich habe dort auch erwähnt, genauso wie ich das in Moskau gemacht habe, dass es sich um biologische Kampfstoffe handelt, die eben keine Zulassung auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse besitzen. Handelt. Und ich war dann schon sehr erstaunt, als ich dann 4 Wochen später lesen durfte in Fachzeitschriften, dass chinesische Schiffsladungen zurückgeschickt wurden an die USA, genau dort, wo sie herkamen, weil sie gentechnisch veränderte Organismen enthielten. Konnte das zunächst noch nicht so richtig glauben, war mir aber dann sicher, nachdem ich lesen durfte, dass also ein Riesenhandelshaus Cargill Syngenta verklagt auf Millionen Schadensersatz, weil sie gentechnisch veränderte Organismen in dem Mais enthalten haben, der von Syngenta herrührt und der eben aus China zurückgeschickt wurde. Damit war das für mich sicher. Es war nicht einfach in China. China ist komplett eine andere Welt. Es ist eine andere politische Ausrichtung. Und es war für mich komplett neu, dort zu sprechen. Es war aber nicht ungewöhnlich. Nachdem ich in Moskau war, war eigentlich klar, dass China auch auf mich zukommt. Trotzdem hat es mir große Freude bereitet, dort eben die Sachen zu erklären im Bereich der neuen Technologie und bin dankbar für die Ergebnisse, die sehr schnell umgesetzt wurden, ohne große Zwischenschwierigkeiten und Zwischenstopps und bin mir sicher, dass ich mit dazu beitragen konnte in dieser Zeit, dass hier in diese Technologie mehr Transparenz reinkommt, dass man eben die Dinge besser unterscheiden und erkennen kann. Es gab jetzt eine kurze Bewegung, wo man gedacht hat, die chinesische Regierung schwenkt um und läuft jetzt doch dieser Gentechnik-Geschichte ins Messer. Die chinesische Regierung hat aber nach Analysen festgestellt, dass sie massiv von Monsanto im Rahmen der Genehmigung von gentechnisch verändertem Soja belogen wurden. Und das hat nachhaltige und weitreichende Auswirkungen, über die ich heute noch gar nicht sagen kann, wie weit das geht. Für mich ist es wichtig, dass ich überall, wo ich war, wieder hinkommen durfte und dass überall die Türen aufstehen. Und für mich ist es wichtig,
dass eben in der Umsetzung das Bewusstsein vorhanden ist, die Kenntnis, Bewusstsein aus der Kenntnis heraus, denn daraus ergibt sich die Nachhaltigkeit. Und ich bin jemand, der ist in der Lage, Strohfeuer anzuzünden. Das habe ich schon als Kind gern gemacht. Aber ich bin jemand, der für nachhaltige, manifestierte Entscheidungen steht und einsteht und auch dafür letztendlich kämpft. Weil das ist zielführend und das ist das, was die Bevölkerung von uns erwartet. Jeder an seinem Platz. Das war mein Auftrag, Gentechnik im Pflanzenbau transparent zu machen. Ich habe der Bundesregierung in Deutschland 2008 einen Prüfpunktekatalog vorgelegt, wie ich mir sowas vorstelle. Ich habe darauf hingewiesen, dass MON 810 verboten gehört. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Genehmigungsverfahren ungültig sind. Die Genehmigungen, die erteilt wurden, sind erschlichen worden aufgrund von falschen Angaben im Durchführungsverfahren. Und von daher gibt es für gentechnisch veränderte Organismen keine rechtsgültige Genehmigung, die dem Stand der aktuellen Wissenschaft standhalten kann. Dasselbe gilt für Glyphosat, nach dem, was wir aus den entsprechenden Untersuchungen zur Zellbiologie und Zellwirksamkeit auf Embryonen von Glyphosat wissen. Krebserregend ist krebserregend. Das ändert nichts dran, von welchem Hersteller das kommt. Ich habe in der Taz vor kurzem gelesen, dass ein chinesischer Konzern, ChemChina, darüber nachdenke, Syngenta zu übernehmen. Wie kann man das bewerten? Ist das eine Chance oder ist das eher ein Risiko? Oder muss man da erstmal weitere Entwicklung abwarten, um das zu beurteilen? Ja, ich sehe das ganz gelassen. Es macht Folgendes deutlich. Die Industrie, die Agrarprodukte herstellt, und das sind fünf große Weltkonzerne. Es sind noch fünf, ich sag mal, ist ja noch nicht fusioniert, das ist ja nur im Gespräch. Diese Fusionen im Milliardenbereich, da geht es ja nicht um zwei Autos, die man nebeneinander stellt oder in eine Garage stellt, sondern da geht es um Milliarden. ChemChina hat für Syngenta 43 Milliarden geboten. Vorher wollte Monsanto Syngenta übernehmen für 42 Milliarden. Das bewegt sich alles in dem Bereich. Es macht deutlich, dass den Agrarunternehmen die Luft ausgeht, dass ihre Seifenblasen nach und nach zerplatzen. Sie hatten vor, über die Gentechnik eine neue Geschwindigkeit hereinzubekommen, um Geld zu drucken. Das sollte so vonstatten gehen, dass man in Amerika die Technologie entwickelt hat und sie damals über George W. Bush Senior Helmut Kohl schmackhaft gemacht hat, indem man gesagt hat, alles, was wir hier machen, ist substanziell äquivalent. Das heißt, gentechnisch veränderte Organismen und Pflanzen sind gleich zu konventionellen Pflanzen. Dass es gelogen war, wusste man auf wissenschaftlicher Seite und wir wissen es heute auch, die Bevölkerung weiß es auch. Das heißt, die Politiker wissen es heute auch. Über Amerika hat man die Technologie ausgedehnt im Sinkflug, sage ich mal, und ist davon ausgegangen, dass man über Deutschland
über den Verbündeten Deutschland die Technologie in Europa salonfähig machen kann. Das ist nun mal gründlich schiefgelaufen. Man kann eine Technologie, die nicht funktioniert, die in der Bevölkerung auf Ablehnung stößt, die im Bewusstsein nicht relevant ist, nicht salonfähig machen. Europa hat sich versperrt gegenüber dieser Technologie. Das heißt, die Saatgutunternehmen und Pflanzenschutzhersteller, egal wie sie heißen, haben riesen wirtschaftliche Probleme. Sie haben parallel nichts entwickelt, denn die Gentechnik war das Allheilmittel. Als trojanisches Pferd gedacht, das man überall einsetzen kann. Das ist schiefgelaufen. Kann passieren. Das kann passieren. Jetzt versucht man den Schrott. Ich meine, Syngenta ist ja kein eigenständiges Unternehmen. Syngenta ist eine Tochter von Novartis. Das darf man ja nicht vergessen. Warum sagte Novartis nicht, nein, nein, wir füttern euch weiter durch, macht nur so weiter. Da steckt doch mehr dahinter. Die Tochter von Novartis soll abgestoßen werden. Der Schrott, den Novartis selber nicht will, den schickt mir jetzt nach China. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Denn was ChemChina draus macht, davon kann man sich überraschen lassen. ChemChina weiß, dass mit der Gentechnik der Markt nicht zu machen ist. Wer soll das abnehmen? Die eigene Bevölkerung ist dagegen. Man kennt die Probleme. Russland hat nichts davon. Die gehen andere Wege. Russland geht den Weg des ökologischen Landbaus und der Selbstversorgung, was ich für unglaublich mutig und weitreichend finde. Und ChemChina möchte jetzt Syngenta schlucken, ich sag mal, umarmen und erdrücken. Wenn man gleichzeitig sieht, dass Syngenta Riesenprobleme hatte mit China, denn China hat ja letztendlich die Strafen gefordert, die in Millionenhöhe da zu zahlen sind, weil sie eben die Produkte da eingeführt haben oder einführen wollten nach China, dann ist das schon alles ein bisschen obskur, denn man hätte sich ja dann auch irgendwie anders einigen können. Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Man muss erst mal abwarten, was passiert, denn man darf nicht vergessen, dass die Amerikaner ein übergeordnetes Interesse haben an Syngenta, denn dort wird ja noch geprüft, ob dieser Deal überhaupt zustande kommt, weil Syngenta eben die nationalen Interessen der Amerikaner damit verletzen könnte. Und da schließt sich wieder der Kreis, was biologische Kampfstoffe angeht. Und das ist für mich so klar und so offensichtlich, wie da gearbeitet wird, dass ich das schon irgendwo faszinierend finde, wie perfekt Gott arbeitet. Er zeigt nämlich genau auf, wie hier die Kreise sich schließen. Syngenta ist in Amerika vertreten, und die Amerikaner haben Angst, dass die Chinesen etwas erfahren, was sie nicht erfahren sollen. Ein Teil wissen sie ja schon. Und so muss man abwarten, ob dieser Deal mit ChemChina zustande kommt. Syngenta wird die Luft anhalten, denen geht sonst die Luft aus. Und ChemChina wird abwarten, was noch passiert. Denn der nächste Deal zwischen Bayer und Monsanto steht ja vor der Tür. Die Konzentration auf dem ganzen Markt bedeutet für die Landwirte nichts Gutes, denn sie bekommen immer mehr vorgerechnet, was sie zu verdienen haben. Es ist ganz klar, dass die Agrarunternehmen, die Industrieunternehmen, genau wissen, was der Landwirt für den Doppelzentner die Tonne Weizen bekommt oder für die Tonne Zuckerrüben bekommt. Die wissen ganz genau, welche Produktionskosten der Bauer hat. Und die Spanne zwischen Erlös und Aufwand, die wird eben abgedeckt durch Düngemittel und Pflanzenschutz und Saatgut. Und Beizmittel gehören auch dazu.
sodass also für die Landwirte bei der Konzentration nichts Gutes dabei rumkommt. Gleichzeitig entsteht ein enormer Druck, da immer weniger das Sagen haben. Und Bayer, so selbstsicher wie sich der Vorstandsvorsitzende Baumann ist, ist schon erschreckend. Er hat letztendlich schon Aktien gekauft in Millionenhöhe, nachdem der Bayer-Kurs also da im Sinkflug ist. Das heißt, er ist sich seiner Sache sehr sicher, dass das, was er vorhat, auch zustande kommt. Hinter diesen Fusionen und hinter dem, was da passiert, stehen ja Marktinteressen. Und da geht es eben auch um gentechnisch verändertes Saatgut, das in Europa keine Chance hat, bis heute, und das über das Freihandelsabkommen TTIP oder CETA salonfähig gemacht werden soll. Darüber muss man sich im Klaren sein. Deshalb macht Frau Dr. Angela Merkel als Bundeskanzlerin enormen Druck. Nicht, weil sie es nötig hat, Druck zu machen, sondern weil sie gesagt bekommt, wir brauchen das noch in dieser Legislaturperiode. Denn unter neuen Regierungsmehrheiten wird dieses Freihandelsabkommen so nicht zustande kommen. Das hat seine Ursache. Wiederum müsste man auf die Bevölkerung hören. Aber Umfragewerte interessieren nicht. Es interessieren nur die Interessen der Mächtigen, der Kapitalinteressen. Was ich in dem Freihandelsabkommen sehe, was da wahrscheinlich am meisten sich auswirken würde, nach meinem Eindruck, ist, dass Unternehmen Schadensersatzforderungen stellen können, wenn man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für sie verschlechtert, nachdem das Abkommen in Kraft getreten ist. Diese Schiedsgerichte. Es geht aber auch gleichzeitig darum, Rechte der Bürger einzugrenzen dadurch. Und ich meine, das alles haben wir zum Teil heute schon. Das habe ich also auf Justizebene ja selber schon erlebt, dass man eben bestehende Gesetze nicht zur Anwendung bringt, sondern interessensgeleitet urteilt. Das habe ich in meinem Schadensersatzprozess gemerkt, wo es eigentlich nur um Gentechnikrecht ging und wo das Gentechnikrecht sehr genau vorschreibt, wie damit umzugehen ist. Wenn ein Schaden durch gentechnisch veränderte Organismen eintritt, ist der gentechnisch veränderte Organismus für den Schaden verantwortlich zu machen. Das steht im Gentechnikgesetz so drin und dieser Paragraph hätte nur angewendet werden müssen. Stattdessen geht man her und sagt, ja, Ihre Ex-Frau wusste nichts von dem Schaden und deshalb werden wir die Klage abweisen. Da hat man sich sehr einfach gemacht, wieder OLG Frankfurt, nichts Neues. Die Freimaurer lassen grüßen. Das Ganze ändert aber nichts an der Tatsache und an dem Sachverhalt, denn letztendlich wird dadurch ein Produkt nicht besser und letztendlich verändert sich dadurch auch nichts. Das sind halt Etappen, die man geht und die man durchläuft. Wichtig ist, dass man selber immer den roten Faden behält. Und mit dem Freihandelsabkommen, was geplant ist, möchte man natürlich diese ganzen Umwege umgehen. Man möchte den Konzernen die Macht in die Hand geben. Und ich sag mal, wie es heute schon zum Teil läuft, über die Lobbyarbeit. Die Lobbyisten kriegen es halt nicht immer ganz gut hin. Auch die machen Fehler. Und das finde ich schon gewaltig, wenn man das dann so sehen kann, wie versucht wird, Macht zu leben, Macht zu demonstrieren, Macht auszuüben, nur um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Ich finde das ein bisschen lächerlich. Also das ist armselig, das ist einfach nur armselig. Weil letztendlich sind auch die Mächtigen dran, die sich mit diesen Dingen selbst schaden. Und diese Frage ist mir bis heute noch nicht beantwortet worden. Warum geht man solche Wege? Es trifft Richter, es trifft Juristen, es trifft Milliardäre, es trifft den Bettler, es trifft jeden. Warum ist man so verantwortungslos mit der Lebensgrundlage?
mit Lebensmitteln, Mittel zum Leben, ohne diese Mittel man nicht leben kann. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt da diese Parallelen, die man eben sieht, was Industrie angeht, wie Druck ausgeübt wird aus USA. Das sehen wir bei dem Abgasskandal, wo zunächst mal keiner zu Schaden kommt, wo nichts Schlimmes eigentlich passiert, wo die Abgaswerte manipuliert wurden, natürlich. Aber gleichzeitig sagt man, ein krebserregendes Pflanzenschutzmittel, das darf zugelassen werden. Da habe ich für mich ganz, ganz große Probleme und die kann mir auch keiner abnehmen. Und die betreffen nicht nur mich alleine, die betreffen andere auch. Und da, glaube ich, liegt der Hase im Pfeffer. Da muss dran gearbeitet werden, dass man sich eben nicht vor jeden Karren spannen lässt, der gerade da irgendwo angefahren kommt. Ganz herzlichen Dank für das sehr kompetente Interview. Wir haben eine Menge Einblicke bekommen, wie da vorgegangen wird, um nicht beherrschbare Technologie durchzusetzen. Und wir haben in dem Artikel Ankündigung der Sendung haben wir auch den Link zu Ihrer Webseite angegeben, wenn man weitere Informationen haben möchte. Und ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an dem Interview. Gerne, es ist meine Aufgabe, den Auftrag auszuführen und dafür stehe ich zur Verfügung. Und das ist eben in meinem Lebensabschnitt genau diese Geschichte.